Ja, hallöchen und willkommen zurück zu XCOM 2 War of the Chosen. Ganz kurz vorab, ich habe gerade eben ein paar Charaktere erstellt, und zwar genau zwei. Allerdings ist mir die Aufnahme zerschossen und irgendwie hat sich OBS aufgehangen am Ende der Aufnahme, und da ich das Ganze in MP4-Formaten aufnehme, lassen sie sich dann irgendwie nicht mehr retten. Ja, ist doof, aber Glück im Unglück, es war halt nur eine Charaktererstellungsfolge und die würde ich jetzt ungern nochmal wiederholen. Das heißt, ich zeige euch jetzt hier ganz kurz die Charaktere, die ich erstellt habe, was ich mir dabei gedacht habe. Und dann legen wir los. Alles klar. Also sorry an die beiden, die ich jetzt erstellt habe, aber einmal, ich kann es ja jetzt schon sagen, einmal Bauski, der wollte einfach nochmal dabei sein. Er kennt keine Ruhe. Und da habe ich auch schon bei der Charaktererstellungsfolge so eine kleine Story erzählt, von wegen, dass wir ihn auf dem Schlachtfeld nicht wieder gefunden haben, als wir die Truppen eingeholt haben und sowas. Und dann später ein abgewrackter Typ vor unserer Tür stand, mit einer besonderen Maske auf. Und zwar einer Bauski. Ja, jetzt haben wir hier Individualisierung. Eine Atemmaske. Ich weiß, es ist jetzt gerade eine grobe Umstellung. Aber er braucht diese Maske zum Überleben. Und wenn man hier mal reinguckt, so, guck mal, wie vernarbt der Boy ist. Der wurde halt komplett zusammengeflickt von irgendwelchen mystischen Völkern, die er da getroffen hat. Eigentlich wollte ich das auch in die Biografie schreiben, aber ich habe es dann einfach nur erzählt. Und das wiederhole ich jetzt mal ganz kurz. Und er hat sich dann einfach wieder zurück zum Schlachtfeld geschleppt. Beziehungsweise zu unserer Avenger. Der Boy ist nicht zu stoppen. Hat einen leicht dunkleren pinken Ton angelegt. Der Gute, aber er ist wieder da. Philipp Bauski Reborn. Ist allerdings noch 14 Tage verwundet, passt ganz gut zur Story. Der muss sich noch ein ganz kleines bisschen erholen, ist aber auf jeden Fall bereit. Er ist nicht mehr der Alte, er musste seinen Irokesen leider verlieren, aber deswegen hat er jetzt hier die schönen Federn, weil er hat überraschenderweise eine Glatze, er wurde ja komplett wieder zusammengeflickt, da wächst kein Haar mehr da oben. Gut, das wäre dann Bauski. Er ist wieder da, ich freue mich. Den zweiten Boy, den ich erstellt habe, ist der gute Broski. Oder Broski. Ich weiß nicht genau, wie ich es aussprechen soll. Kor Broski Valon oder Valon. Er wollte gerne wie Duke Nukem oder der Doomguy erstellt werden. Ich habe Duke Nukem ausprobiert. Es sah nie wirklich gut aus. Ganz ehrlich, das war schlicht, gewollt und nicht gekonnt, ne? Das heißt, ich habe mich an dem Doomguy orientiert. Aus Doom. Und ich denke, das ist im Rahmen meiner Möglichkeiten ganz in Ordnung geworden. Ne? Ich habe ihm mal eine rote Waffe gegeben, einfach damit er so ein bisschen, ne, was in der Hand hat. So, ich glaube, der Doomguy hat tatsächlich auch ab und zu so eine rote Shotgun dabei, aber ich habe Doom tatsächlich nie gespielt. Ich bin da auch nur von Google Bilderquellen ausgegangen. Aber naja, da ist er, der Gute. Ich bin froh, dass ihr dabei seid. Du bist auch übrigens ein Spezialist, weil ich nicht so viele Soldaten leider frei habe. Also Grenadier wird auch zu dir passen, aber da habe ich leider gerade keinen über. Und ich habe noch einen Scharfschützen, aber das wird noch weniger zum Doomguy passen. Scharfschütze. Das heißt, da weiß ich noch nicht. Der Scharfschütze wird ganz eventuell später noch die Frau von dem Mutant Papa. Das könnte ich mir noch vorstellen. Obwohl er geschrieben hat, dass er auch einen guten Grenadier machen würde. Aber der Grenadier-Slot ist leider jetzt wieder belegt. Oder Gott sei Dank wieder durch Bauski. Bin ich froh, dass er wieder dabei ist. Ich weiß gar nicht, ich muss mindestens einmal in der Let's Play-Folge Bauski sagen, sonst drehe ich ja durch. So, und ich habe gleichzeitig noch 4 neue Rekruten rekrutiert. Denn mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, natürlich von dem guten Philipp Lynx, dass im Psi-Labor nur Rekruten ausgebildet werden können. Ich hatte das irgendwie falsch in Erinnerung, da hatte ich das wohl mit XCOM Enemy Within durcheinander gebracht. Aber ja, da können wir jetzt auf jeden Fall Soldaten ausbilden. Ja, bitte, 10 Tage lang nicht verfügbar. Ich habe sowieso nicht vor, die zu benutzen. So, wir können auch irgendjemand anderen hier rauspacken. Brauchen wir gerade in der Kommunikationszentrale, brauchen wir den Boy da gerade? Ich glaube tatsächlich nicht. Das heißt, den können wir plus bei Kontakt, können wir mal ganz kurz entfernen. Jetzt haben wir 6 von 6. Den können wir mal so lange hier reinpacken. So, jawohl, minus 50% sind dann nur noch 5 Tage. Hier, ja, zweite Zelle, haben wir keine Vorräte für. Okay. Ich habe auch in den Waffenverbesserungen geguckt. Ich habe leider keinen Repeater, also keine diese Sofortkill-Chance für den guten Coda dabei. Tja, naja, müssen wir noch finden. Aber werden wir bestimmt auch finden. Und ich wollte auch einmal ganz kurz beim Ranger gucken. Wo ist er denn? Da, Jason Unknown. Und zwar soll Sensenmann ganz gut mit dem Katana sein. Das kann ich mir vorstellen, weil Katana hat plus 50 Trefferchance zu den normalen Trefferchancen vom Schwerteingriff, die ja schon meistens so bei 90 bis 100 rumliegen.
Das heißt, bei diesem Sensenmann würde man bis zum, ja, grob dritten Kill, wie Philipp Lynx das auch in den Kommentaren geschrieben hatte, grob bei 100% Trefferchance bleiben, was ziemlich gut sein kann. Allerdings muss man den natürlich damit dann auch töten. Aber ich denke, das können wir einfach mal machen bei Jason. Ich meine, wir haben ja so viele, ne, Punkte hier, das ist schon ganz in Ordnung. So, deine Rüstung verfügt über eine zusätzliche Panzerung. Das finde ich eigentlich auch ziemlich nice, tatsächlich, für einen Ranger. Aber auch der Kettenschuss ist unglaublich gut für einen Ranger. Puh. Schwierig. Aber ne, das lassen wir jetzt erstmal ganz kurz. Ich schaue mir auch mal ganz kurz bei Coda nochmal die Verbesserung hier an. Verbannen, Hochland. Ja, ich denke, hier habe ich schon die richtige Wahl getroffen. Ich denke, das lassen wir auch erstmal so. Ja, nee, ich glaube, das lassen wir. Das lassen wir so. Fürs Erste. Ich bin gespannt, was passiert, wenn du Colonel wirst. Aber das werden wir dann sehen. Gut. Dann sind wir dementsprechend da bereit. Fertigungsliste leer. Genau, da wollte ich auch mal ganz kurz gucken, ob wir hier nicht irgendwas... Nö. Schädelstecker können wir eigentlich mal machen. Komm, dann machen wir's. Ich melde mich, sobald wir fertig sind. Schädelstecker meine ich. Wir haben ja noch keinen Schädelauswerter. Oh, den bräuchten wir. Ich wollte gar nicht den Schädelstecker machen. Oh. Jetzt habe ich 50 Vorräte. Ich wollte den Schädelauswerter machen, diese verbesserte. Okay. Egal, haben wir ein paar Vorräte rausgeschmissen. Was soll man tun? So, wir gucken uns mal ganz kurz die Karte hier an. Da bin ich genauso überrascht wie ihr, was jetzt hier abgeht. Oder wahrscheinlich noch mehr. Ah, Avenger-Energie. Das ist ziemlich gut. Avenger-Energie ist unglaublich gut. Ich wollte aber auch Wissenschaftler haben. Zuversicht gewachsen? Die Vorräte. Spüren Sie, dass die Soldaten mehr an ihre Taktik glauben? Gut. Sie sollen die Arroganz kasten. Ach, hier gibt's keine Arroganz. Hier gibt's nur aufs Maul. Und zwar bei dir. Und dem Boy werden wir sehr, sehr bald abholen. Mox ist wieder da. Nice. Ja. Wir haben zwei Illyrium-Kerne bekommen, ist ja sweet. Neue Taktiken, die wir gegen die Diener der Ältesten einsetzen können. Ja, wunderbar. Soldat Hecken plus 4. Oh, das wäre natürlich für einen Spezialisten ziemlich nice. Kameradschaft formen. Soldatenzusammenhalt erreicht die nächste Stufe. Das wäre auch sehr, sehr interessant. Produktionsverbesserung. Mein Volk wurde nicht dazu geboren, blablabla. Überlegene Waffenverbesserung. Da weiß ich nicht genau, was das heißt, aber das hört sich gut an, das möchte ich. Wissenschaftler rekrutieren ist natürlich auch sehr, sehr nice. Ein Forschungsdurchbruch. Mikrozüge im Vektorgewehr des schnell verbessern den Schaden um 1. Oh, um einen erhöhten dauerhaften Schaden im Vektorgewehr ist natürlich auch sehr, sehr angenehm. Wie lange dauert denn das hier? Das dauert 6 Tage, das dauert 4 Tage. Nur das machen wir einfach mal. Wille plus 3. Das ist eigentlich Wurst, das könnte auch von mir aus Zwäh machen. So, Wissenschaftler muss auch noch mit. Ja, das ist natürlich da, komm. Und Soldat verwundet, Risiko ausgehen. Kann ich noch einen Soldaten mitgeben? Ja, warum nicht? Da können wir doch einfach mal... Ja, den Andromedon. Der kann da mitgehen. Okay. Let's freaking go. Viel Spaß. Verdeckte Einsätze sind unsere Spezialität. Ja, das will ich doch hoffen. Ihre Leute auch mithalten. Ja, aber natürlich. Okay. So, jetzt möchte ich gerne noch ein paar Vorräte haben. Zack, zack, zack. Oh mein Gott, das ging jetzt aber flott. ja, ignorieren, danke. Wir müssen Kontakt herstellen. Wir müssen aber auch einige andere Dinge machen. Zum Beispiel ein... Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich kein Funkrelais noch installieren? Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Nur damit wir da immer wieder up-to-date bleiben. Das vorne ist, glaube ich, eine Schattenkammer-Einsatz. Da müssten wir auch nochmal Kontakt herstellen. Ah, wir haben noch so viel zu tun. Ich denke, das Let's Play wird noch eine ganze Zeit gehen. Oh. Wir vielleicht so weitermachen, Commander. Das ging schnell. Cool. Okay, neue verdeckte Aktion. Ja, geil. Vorräte zusammen, Beute sicherstellen, Kameradschaft von Fähigkeitspunkte verdienen. Fähigkeitspunkte 15, ja, ist halt in Ordnung. Einnahme erhöhen, Kampfintelligenz verbessern. Ah, oh, Soldat belohnt Beförderung. Das könnte auch ziemlich nice sein. Einfach einen Soldaten befördern. Wen könnten wir denn mal befördern? Wir können Bowski befördern. Nicht Bowski, sondern Broski. Ja, doch. Warum eigentlich nicht? Das gefällt mir gut. Okay, dann könnte noch... Ja, warum gehe ich eigentlich nicht mit? Obwohl, nee, weiße Andromedon. Da, bitteschön. Du warst gerade schon so gut dabei. Das kannst du jetzt auch noch machen. Wunderbar. Ich hoffe jetzt erstmal auf keine weiteren Einsätze. Denn ich möchte gerne ein Funkrelais errichten. Oh, nicht mehr angeschlagen. Wunderbar. Ohoho. Neue Fähigkeit. Wahnsinn. Schwächender, telepathischer Angriff, der verschiedene negative Zustände bewirken kann. Darunter auch Gedankenkontrolle über das Ziel.
Ausbildung fortsetzen. Die Psionik wird von vielen als die größte Stärke der Aliens angesehen. So wie es aussieht, so eine Grandma. Psi-Soldaten sich dieselben Kräfte zunutze machen. Tja, Oma hat anscheinend die Psi-Macht verinnerlicht. Wunderbar. Abby, sie heißt sogar Abby. Wie ist nur britische Oma? Ach, sie ist sogar schön. Oh mein Gott, das ist ja ganz neu jetzt hier. Stasis betäubt das Ziel für eine Runde, macht es jedoch immun gegen sämtlichen Schaden und alle Angriffe. Nulllanze. Ah, die kennen wir doch auch schon. Feuere einen unglaublich starken Strahl ab, der allen Zielen mehr Schaden zufügt, die er durchdringt. Dieser Angriff kann mehrere Gegner und Hindernisse durchdringen. Oder leere Spalt. Erzeuge ein explosives Feld aus psionischer Energie, das alles darin Befindliche beschädigt. Organische Gegner erleiden möglicherweise Wahnsinn. Oh boy. Oh boy. Ich glaube, wir fangen erstmal hier vorne mit an. Stasis. Ich glaube, da habe ich gerade Bock drauf. Einfach einen Gegner für eine Runde rausnehmen, ist schon sehr angenehm. Gut. Wunderbar. Wir müssten eigentlich mal hier die zweite Kammer kaufen, aber da haben wir gerade nicht genug Vorräte für. Ja, gut. Alles klar. Wahnsinn, ihr seid ja komplett neue Soldaten. Das ist ja heftig. Oh, Junge. Also, wenn ich da jetzt komplett neue Soldaten so auflevel immer wieder, dann ergibt sich Raum für weitere Individualisierung. Also, wenn ihr wollt. Ich bin am Überlegen, dich hier später einfach zu so einer, einfach die Oma hier zu lassen. Dich noch so ein bisschen mehr Omerich zu machen, weißt du? Und dann einfach eine Oma im Squad zu haben, das fände ich schon ziemlich cool. Aber danach, wir werden noch ein, zwei weitere Psi-Soldaten machen, denke ich mal. Könnte das hier vielleicht, was ist hier los? Kameradschaftsstufe 3 sogar! Bushi und Sway, Mann, ihr beiden seid aber auch im Trainingszentrum stärken. Ja, bitte. Warum nicht? Ja. Ja, okay, die sind dann gerade nicht verfügbar, aber das möchte ich jetzt. Cool. Okay, so. Jetzt würde ich gerne das Funkrelais errichten, ohne dass irgendein Angriff kommt. Oh ja, Raum ist freigeräumt, das ist in Ordnung. Da weiß ich gerade nicht, was ich da machen soll. Oh. Wir haben eine neue Rüstung, Freunde. Commander, endlich. Oh boy, was hier alles frei ist. Liegt noch immer in Verwahrung. Ja. Ich kann jederzeit eine Autopsie durchführen. Dies könnte unserer eigenen Forschung und unserem wissenschaftlichen Fortschritt zu einem entscheidenden Durchbruch verhelfen. Wacherrüstung. Ja, Leiche, mir egal, ich muss gerade meine neuen Sachen hier angucken. Geisteranzug, also Geisteranzug fand ich nie useful. Habe ich in XCOM 2 einige Male getestet. Ah, fand ich jetzt nie so krass, muss ich sagen. Verbesserte Vektor. Oh, Schaden nochmal um einen erhöhen. Schnelle Freiräumung, ja, das brauchen wir gerade nicht, aber... Achso, ein Durchbruch, der ist jetzt schon sowieso von Grund auf da. Wir haben jetzt den Schaden um einen erhöht. Cool. Schnell freiräumen. Verbessern unser Material vor allem, dass wir den nächsten Freiraumprojekt sofort abschließen können. So, oh, sofort abschließen. Aber Plasmagewehre wäre auch ganz schön nice. Aber sofort abschließen. Wir haben zwar nicht mehr so viele Räume über, aber die 5 Tage können wir da jetzt mal rein investieren. So. Was können wir denn bauen? Wir könnten eine Verteidigungsmatrix bauen. Ich weiß aber nicht, wofür das jetzt unglaublich sinnvoll sein soll. Energie haben wir gerade eigentlich auch noch genug. Vor allem, weil wir ja bald noch Energie holen werden. Das heißt, wir bauen einfach mal eine Verteidigungsmatrix. Komm, ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber warum nicht? Gut. Ingenieur ist schon da zugewiesen. Wunderbar. Ja, gut. Alles klärchen. Wieder zurück auf die Brücke. Das wird wieder eine Folge, wo wir uns ein bisschen um Organisation. Ah, deutsche Sätze. Kümmern werden. Ja, Schädelschädel. Danke. Toll. Danke. Super. Funkrelais. Neue Einnahmen. 93 Vorräte. 1A. Jetzt würde ich ganz gerne die Avenger-Energie holen. Und wenn wir die haben und Stöpsel bereit ist und meine anderen Leute wieder ready sind, dann greifen wir den Hexer an. Das heißt, es wird entweder in dieser oder in nächster Folge kommen, je nachdem, welche Mission jetzt gleich kommt. Aber ich denke, während diesen 4 Tagen wird noch eine Mission kommen. Das Spiel kann ja jetzt nicht einfach so... Unsere Leute scheinen gut zusammenzuarbeiten, Commander. Nice! Und da bist du auch schon befördert worden. Guck mal, heute erstellt, heute befördert worden. Broski, das läuft doch. Jawohl! Neue verdeckte Aktion zu weisen. Ja, da bin ich jetzt etwas skeptisch, ob ich jetzt noch eine machen soll, weil ich möchte halt möglichst alle Leute dabei haben. Ah, oder ich nehme hier nur die schlechten Leute mit. Ein Wissenschaftler rekrutieren ist ja gar nicht so schlecht. Informationen zu beschaffen wäre auch nicht schlecht, aber da haben wir gerade noch 100. Kampfintelligenz verbessern. Hacken plus 3, Einnahme erhöhen, das könnten wir eigentlich mal machen. Oh, Sergeant plus brauchen wir dafür. Oh, da haben wir einige. Sogar Andromedon ist schon ein Sergeant. Den hatten wir, glaube ich, so gut wie noch nie auf dem Einsatz mit, aber immer nur die versteckten Aktionen. Ja, Produktionsverbesserung. Das machen wir jetzt einfach mal. Überlegene Waffenverbesserung. So, da nehmen wir jetzt die Leute mit, die wir nicht für die nächste Aktion gebrauchen können.
Und das wäre, ja, Andromeda, ein Avatar. Sorry, ihr seid irgendwie so eine Truppe, die ich auf die verdeckten Einsätze schicke. Ja, verwundet könnt ihr ruhig werden. Da möchte ich keine Vorräte für ausgeben. So hart es klingt, aber ihr seid entbehrlich. Ihr seid entbehrlich. Waffenkammer. Was kann ich hier machen? Ach, stimmt. Broski verbessern. Und Soldat befördern. Ja, schön. Wachsam. Gut, hätten wir das auch geklärt. Alles klärchen. Gut, dann geht's wieder zurück auf die Brücke. Und ich hoffe... Oh oh. Was passiert jetzt? Avatar? Avatar. Das hatten wir auch schon länger nicht mehr. Dass der Bäume auf den Sack geht. Die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Okay, das ist nicht so bedrohlich. Ja, wir haben ja noch eine Einrichtung, die wir einnehmen können. Da müssen wir noch Kontakt erstellen, aber sonst ist ja easy peasy. Psi-Ausbildung abgeschlossen. Ausbildung fortsetzen. Ja, gerne. Stasis kann auf Verbündete angewendet werden und macht sie eine Runde lang immun gegen jegliche Angriffe, die sie... Oh! Das ist auch gut. Eine immune... Oh, dann könnte ich die quasi nach vorne schicken, so als Imitationsgerät. Und dann die einfach, ne, unverwundbar machen. Wie Granny da sagt, ich bin zu alt für die Scheiße hier. Mann, ey. Naja, Lanze ist natürlich auch ziemlich nice, so, das ist etwas aggressiver, aber das wird mir etwas... Ja, obwohl, unglaublicher starker Strahl, das ist jetzt kein Nahkampfangriff, so wie ich das hier merke. Also könnte natürlich trotzdem ein Nahkampfangriff sein, aber so ein Strahl, leerer Spalt ist auch interessant. Wir machen erstmal das Stasis-Schild. Komm, wir bleiben mal dabei. Okay, wunderbar, was haben wir denn hier? Ach, Clay, Moore und Unknown Killer, also Stöpsel und Jason, sind Stufe 2. Im Trainingszentrum stärken, naja, das machen wir später, denn ich möchte, dass Stöpsel bereit ist für die nächste Mission. So, wir nehmen mal ganz kurz hier die Energie mit. Gut, plus 3 Energie ist halt so nice. Okay, jetzt muss ich mir ganz kurz meinen Soldaten angucken. So. Ja, finde ich auch. Aber zurzeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugewiesen. Ein Tag noch. Ein Tag noch, dann greifen wir den Boy an. Ja, wir brauchen gerade hier nichts. Wir müssen keinen zuweisen. Ein Tag noch. Ein Tag müssen wir irgendwie noch rumkriegen. Das heißt, wir können eventuell schon mal zu dem Boy da vorne hinfliegen. Naja, Einsatz noch nicht starten. Ah, 3 Tage. Wie kriegen wir denn jetzt noch einen Tag rum? Mann! Wie kriegen wir denn jetzt noch sinnvollen Tag rum? Ja, dann fliegen wir einfach mal zu dem Signal da vorne hin. Eventuell ist er dann wieder fertig. Na, komm schon. Seid fertig aus dem Trainingslager? Nee, nee, es ist zu wenig Zeit. Es ist genau, wie ich gehofft hatte, Kommandant. Ja, schön. Okay, das hätten wir dann auch geklappt. Ja, ja, okay. Wunderbar. Dann würde ich jetzt gerne Viperkönig-Autopsie. Ja. Möchte ich gerne. Auch wenn meine letzte Autopsie schon etliche Jahre zurückliegt, habe ich mich ganz natürlich wieder in die Abläufe eingefunden. Hatten wir das nicht schon? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Warum kommt mir das so bekannt vor? Vielleicht aufgrund seiner Ähnlichkeit zu verschiedenen auf der Erde beheimateten Reptilienspezies. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Vielleicht habe ich auch nur Flashback aus dem letzten Spiel, aber... Habe ich einen falschen Spielstand geladen? Das kann eigentlich nicht sein. Es fühlt sich zumindest richtig an. Okay, Viperkönig-Autopsie. Ja, alles klärchen. So, ah, nee, nee, ich wollte ja erstmal ganz kurz gucken, ob jetzt die Soldaten hier bereit sind. Ob die noch... Soldaten anzeigen und... Immer noch. Ah, ein Tag. Das sind jetzt aber... Müssen sich nur noch um Stunden handeln, die ihr da drin seid. Ich möchte gerne jetzt diese Einrichtung angreifen. Fuck! Ich habe aber eine Errungenschaft. 2 Mann, 1 Einheit. Okay, das heißt, die sind fertig. Ziel überprüfen. Gut, dann kommt jetzt erst der Gorilla-Einsatz, den wir hoffentlich easy peasy hinter uns lassen können. Oh, sogar nur 2 mögliche. Wir kriegen hier einen Ingenieur, Spinne und Flieger. Bei allen verdeckten Aktionen besteht ein Risiko für Hinterhalte. Und hier ein verdecktes und sehr schwer. Wir machen das hier. Das ist A, näher an uns dran. Und B, ist das nur schwer. Und wir kriegen Ingenieur. Wir haben zwar genug, theoretisch, aber naja. Gut. Ein Tag. Ein Tag ist... Oh, Mann. Wäre das ein bisschen schneller gewesen, hätten wir jetzt schon die Einrichtung angreifen können. Aber naja. So, erstmal ihr alle wieder weg. Ich rüste die ganz gerne von Grund auf aus. Wir müssen gute Leute mitnehmen und die dürfen nicht verwundet werden. Guck mal, wie alle einfach bereit sind. Außer guter Bauski, aber der war auch halb tot. Also naja. So, wir nehmen gerne Bushi mit. Wir nehmen gerne Sway mit. Ich würde nämlich gerne sehen, was ihr Neues könnt. So, dann...
Ja, Koda würde ich gerne mitnehmen. Der sollte eigentlich mit dem guten Papa gehen, damit ihr eure Dingsbums hier stärkt. Ja, guck mal, das wächst doch langsam. Vielleicht wird es ja irgendwann. Und eigentlich sollte auch Broski seinen Einsatz haben, ne? Und der Spark auf jeden Fall auch. Aber jetzt haben wir keinen Grenadier. Na, wir haben sowieso keinen Grenadier. Oh, Psi-Soldat ist noch in der Ausbildung. Dich kann ich aber trotzdem mitnehmen. Interessant, aber nee. Lassen wir, glaube ich, gerade mal. Einen Scharfschützen hätten wir auch nicht. Wir könnten natürlich Stöpsel mitnehmen. Pass auf, wir nehmen Stöpsel mit. Puh. Wir nehmen dann statt dem Juten Papa, es tut mir leid, wir nehmen Broski mit. Einfach damit der Gute seinen Einsatz hier kriegt. Ihr könnt ja euer Zusammenhalt später nochmal stärken oder bei einer verdeckten Mission. Okay. So, dann gebt ihr mal bitte die Waffen ab, dann gebt ihr die Ausrüstungsgegenstände ab. So. Du. Wir können aber ganz kurz. Konnten wir nicht irgendwo Gegenstände herstellen? Mal schauen, wir konnten ja neue Sachen herstellen. Waffen. Oh boy. Himmelshandschuhe. Schön. Ja, die würde ich gerne herstellen, aber da fehlen uns die Vorräte. Aber Himmelshandschuhe. Ja, aber sowas von. Bitteschön. Nice. Das sind einfach Himmelshandschuhe. Sieht man das schon? Die leuchten etwas mehr, kann das sein? Cool. Schön, freut mich. Ja, Bushi sollte auch sein Gedankenschild wieder mitnehmen. Irgendwie hat er das immer ganz gute Dienste geleistet. Das heißt, das kannst du gerne nochmal machen. Sve. Haben wir Jason dabei? Ich glaube nicht. Das heißt, du kannst die Mutter mitnehmen und nimm mal ruhig das Katana mit. Obwohl, ich mag die Axt gerade mehr. Ich muss ganz ehrlich sein. Die Axt ist mir irgendwie lieber. So. Däne. Noch eine Rüstung und ein Imitationsgerät. Koda. Ja, hat sein voll ausgerüstetes Lightning Hawk dabei. Schnitter, gibt es auch was Besseres, aber können wir noch nicht herstellen. Und du nimmst mal Drachengeschosse mit. Dann machst du nämlich noch ein bisschen Feu-Feu-Schaden, was ganz angenehm ist. So, meine neue Einheit. Nimm Magnetbolzenwerfer mit, der sieht auch in Rot ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ich hoffe übrigens, du gefällst dir. Viel, viel besser habe ich es leider nicht hinbekommen, den Doomguy treu zu werden, aber ich finde das schon ganz in Ordnung so. So, dann. Ja, könntest du eigentlich auch einen Exo-Anzug mitnehmen? Oh boy. Oh boy. Oh nein. Oh nein. Dann hast du keine... Nein. Hä? Was ist denn jetzt los? Warum bist du denn nicht mehr... Warum hast du keinen Helm mehr auf? Was ist denn hier los? Was? Wo ist der Helm hin? Willst du mich verarschen? Spiel? Wo ist... Die komplette Individualisierung ist weg. Hä? Die komplette Individualisierung ist weg. Was soll das denn? Nur weil ich den Exo-Anzug gegeben habe? Spiel! Bitte! Jetzt muss ich dich echt nochmal neu... Ich glaub's ja wohl. Immerhin ist dein Name und alles gleich geblieben. Okay. Es ist jetzt nicht dein Kackernst. Das ist alles weg! Du hast noch nicht mal diese Haare. Ich hatte dir irgendwie eine Glatze gegeben, weil der Doomguy, man kennt ja sein Gesicht nicht. Und seine Haare und so. Deswegen warst du einfach nur so unterwegs. Sollte ein Geheimnis bleiben. Oh, Helm war Delta 3. Das gibt es nicht. Hautfarbe war genau etwas dunkler. Das passte schon. Gesichtsbemalung. Hattest du einmal einen fetten Streifen vor den Augen. Einfach damit du etwas... Ne, etwas abgedunkelter warst. War der Streifen denn? Das hier war der, genau. So Narben hattest du keine. Körper, ich glaub's ja wohl, dass ich das jetzt alles nochmal machen muss. So, hier hattest du so einen gesunden Grünton. Ungefähr so ein. Und Sekundärrüstungsfarbe war auch so ein Braun. Das passte eigentlich schon. Die Rüstungsmuster. Hattest du ein Rüstungsmuster? Ja, hattest du. Du hattest genau dieses Muton-Rüstungsding. So, Arme waren relativ voll gepanzert. Ja, das passte so eigentlich schon ganz gut. Beine sollten auch komplett voll gepanzert sein. Ist jetzt natürlich durch den Exo-Anzug etwas anders geworden, aber das passte so auch. So, Charaktererstellung im Schnelldurchlauf. Weil das Spiel sich denkt, yo, den Boy, den wollen wir nicht. Was soll denn das? So, das ist aber noch richtig.
Okay, immerhin. Meine Güte, so, da haben wir Doomguy wieder. Was zum Hölle? Okay, jetzt nochmal. Ausrüsten. Du bekommst ein Medikit, weil du ein Spezialist bist. Gut. Wir haben dich dabei. Du hast die Schredderkanone dabei. Du hast den verbesserten Rahmen dabei. Das ist auch wunderbar. Was können wir dir denn geben? Deathgun könnten wir dir geben. Wir könnten dir den Schattenhüter geben. Und Giftgeschosse können wir dir geben. Und du sollst einen Spinnenanzug mitnehmen. Gut. 1A. Hätten wir unsere Leute auch ausgerüstet? Ich glaube, wir haben jetzt ja alles soweit durch. Okay, gut. Legen wir los. Wir sind schon bei 25 Minuten. Ah, was mache ich? Komm, die Folge wird ein bisschen länger. So ein Mühe länger. Je nachdem, wie lang diese Mission wird. Okay, Einsatz starten. Wir müssen diese Mission nämlich ohne Schaden zu bekommen durchstehen. Zumindest darf Bushi keinen Schaden kriegen. Den würde ich gerne gegen den Hexer einsetzen. Obwohl der Hexer jetzt immun gegen Nahkampfschaden ist. Aber Bushi kann sich astrein um diese Mobs kümmern, die rechts und links am Rand immer spawnen werden, wenn es die gleiche Mission wird. Aber ich denke mal. Zu stören, hat höchste Priorität. Also greifen wir an und zerstören das Relais, bevor die Übertragung abgeschlossen ist. Schalten Sie alle Feinde vor Ort aus. Sichern Sie das Gebiet und zerstören Sie das Relais. Alles klar, wir zerstören das Relais und sichern das Gebiet. Gar kein Problem, da kommen unsere Hype-Truppen schon runter. Puh. Plus ein Fokus, 1A. So. Yo. Oh, ups, stoß ich volle Möhre gegen das Mikro. Ich wollte mir nur die Nase heimlich kratzen. Okay. Wir sind immerhin alle verborgen. Das heißt, wir können schon mal mit unserem Schnitter eigentlich nach vorne gehen. Das sollte ja so eine Scout-Einheit werden. Ja, geh doch mal da oben direkt aufs Dach. Einfach mal direkt all in und du findest auch direkt Gegner, denn ich kann die Kamera nicht wechseln. Hoffentlich wirst du nicht gefunden. Das wäre relativ kacke. Nee. Okay, interessant. Jetzt wäre es gut zu wissen, ob wir die hier abschießen können, schon ohne, ne, aufs Maul zu kriegen. Aber ich glaube, das lassen wir gerade mal. Denn ich würde euch gerne einfach nur ein bisschen gut verteilen. Gut, dann kannst du ja eigentlich auch schon mal aufs Dach. Bushi kann auch ziemlich weit rennen tatsächlich. Könnte dann, einfach mal hier vorne an der Ecke. Finde ich auch ganz gut. Julian darf ja keine Deckung nehmen. Du gehst ja mal an eine Ecke da vorne, weil ich hoffe, dass du... Also ich denke halt, du wirst entdeckt, wenn du hier vorne irgendwo einfach stehst. Mhm. Mein guter Broski. Darf man da vorne an die volle Deckung und Sve könnte auch einfach hier vorne dran. So, dann schauen wir mal, wo die Leute denn hingehen. Machen erstmal einen Feldposten. Falls Dinge schief gehen, dann kann Torm auf jeden Fall alle mit der Pistole töten. Gar kein Problem. Oh, wir haben sogar noch einen Feldposten. Du hast ja wachsam. Stimmt. Haben wir ja vorhin erst geskillt. So, die bewegen sich gar nicht. Ja, ich denke, das ist eigentlich eine gute Claymore-Aktion, oder? Was macht denn... Oh. Oh. Oh, boy. Oh, boy. Jetzt geht's los, Freunde. Passt auf. Claymore. Und dann machen wir mit Fernzünder. Sprengen wir das Ding in die Luft. Dann dürfte auch die Claymore losgehen. Und dann dürfte es hier komplett eskalieren. Und die kriegen einmal von dem Ding Schaden und dann nochmal durch die Claymore. Ich bin gespannt. So, zeig her. Das ist ja die perfekte Möglichkeit dafür. Oh mein Gott. Ich habe noch nicht so viel Schaden auf einmal gesehen. Die sind einfach alle weg. Die sind einfach alle weg. Oh. Nee, doch nicht. Nur unsichtbar. Okay. Aber wir sind noch alle verborgen. Ist das... Wir sind echt noch alle verborgen. Wie sind wir noch verborgen? Ja, krass. Hä? Sind die jetzt tot oder nicht? Hier liegt eine Leiche. Das waren drei Stück. Da ist der Archon. Das heißt, ein normaler müsste hier dann noch sein. Aber wir sehen ihn nicht. Was? Okay, das ist merkwürdig. Ich hoffe, das Spiel haben wir jetzt nicht verbuggt dadurch. Du machst einfach mal einen Feldposten und die anderen Leute auch. Denn ich habe Angst, was jetzt passiert. Bewegt er sich jetzt? Lebt er noch? Ist die große Frage. Okay, vielleicht war der Lebensbalken auch gerade nur ein Bug. Wir gehen mal ganz mutig ran mit Coda. Schwing dich mal. So, ja. Nichts. Okay, dann gehen wir noch ein Stückchen näher ran. Nee, hier ist echt keiner mehr. Ich habe ihre Patrouille entdeckt.
Okay, wunderbar. Du hast noch eine Patrouille entdeckt. Das ist wunderbar. Stöpsel sieht sie alle. Finde ich eigentlich gut, wenn du alle siehst. Dann kannst du auch gerne da bleiben. So, dann schwingen wir uns mal mit unseren Boys ein bisschen ran. Julian kann auch rumkommen. Broski hier vorne ran. Ja. Ja. Gar kein Ding. Gut, und... Ja, hier vorne ein bisschen noch in Deckung. Okay, gut. Du machst einen Feldposten. Genauso wie Julian einen Feldposten macht und Bushi einen Feldposten macht. So, du hast auch einen Feldposten. 1A. Zeig her, was machen die Aliens? Nichts. Ist denen nicht aufgefallen, dass hier vorne einfach drei Kollegen in die Luft gesprengt wurden? Die machen da einfach ihr Ding. Weißt du, ganz entspannt. Doppelangriff. Doppelangriff? Ein kombinierter Standardangriff durch diesen oder anderen Kameraden. Ein Schuss zählt als kostenlose Aktion für die Kamera. Oh. Okay, Doppelangriff. Interessant. Sehr, sehr interessant. Ist natürlich für Bushi auch sehr, sehr angenehm. Doppelangriff. Okay, warte, ich muss das nochmal in Ruhe durchlesen. Ein kombinierter Standardschussangriff, der... Ach, Standardschuss. Okay, gut, dann ist es doch nicht ganz so krass. Aber zweimal Teamwork. Ich meine, für Bushi jetzt nicht ganz so krass. Für Svet zweimal zu schießen ist natürlich schon ganz angenehm. So, könnten natürlich auch mit... Julian einfach mal da reinschneiden. Ich glaube, es wird jetzt Zeit, dass wir uns mal zeigen. Und ich glaube, das hier ist auch so die beste Methode, um sich zu zeigen. Aber vielleicht sollten wir vorher eine Abschusszone machen. Zack dich. Und jetzt schnetzeln wir da mit Julian ordentlich rein. Gut, denn die werden sich gleich bewegen und hoffentlich dann alle von der Abschusszone gekillt werden. Dürfte, also vielleicht funktioniert das ja. So, wenn sie uns jetzt immer noch nicht sehen, dann sind sie offiziell blind. Sie wissen, dass wir hier sind. Okay, gut. Also vielleicht nicht gut, aber die Mission scheint nicht ganz so schwierig zu sein. So, mal schauen, ob die Taktik mit der Abschusszone gut funktioniert. Das hängt jetzt am Aim von Stöpsel ab und bis jetzt 10 von 10. Also eigentlich 1 von 3. Also 1 von 1. So, nein, lass die Taube in Ruhe. Ha? Was ist das? Was hast du denn für komische Schussarten drauf, Alter? Oh, was? Ist der Priester gerade einfach so umgefallen? Hä? Dieses Spiel ist bugfrei. Ja gut, das hat funktioniert auf jeden Fall. So, ich würde mit zwei ungern schießen, weil sie ja noch verdeckt ist. Genauso wie Koda noch verdeckt ist. Das heißt... Ah, ja. Zu anderen Spezies ist dieses Exemplar geradezu anmutig und hat sehr starke psionische Messwerte. Ja, stimmt. Die Kugel hatten wir ja letzte Mal nicht mehr gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Obwohl, doch, die hatten wir doch schon mal gesehen. Warum ist denn dann... Okay, verstehe ich jetzt nicht gerade so. Okay, na gut. Können wir auf jeden Fall einmal reinballern. Schmerzen im Anflug. Okay, let's go. Ich weiß nicht, warum die jetzt nochmal was zu dieser Kugel sagt. Weil die haben wir doch schon mal gesehen. Aber naja, so, decken wir die Boys erstmal auf. Kommt mal rum hier. Ich bin jetzt übel ready. Ich bin richtig geladen. Ach, die Abschusszone ist ja auch noch da. Stimmt. Ja, Stöpsel, diesmal bist du auch mit deinem Gewehr auf dem Ziel. Und du triffst schon wieder. Meine Fresse, da kann er sich einfach nur noch hinsetzen. Und entspannen, der Muton. Ach, das ist auch eine Abschusszone. Stöpsel, the stage is yours. Und? Okay, da war jetzt sehr viel Aufbau dabei, deswegen bin ich etwas enttäuscht. Aber eigentlich darf ich nicht enttäuscht sein, denn das war schon... Also, es war echt sehr solide, was du da abgeliefert hast. Okay, wir können Axtwurf auf den Boy machen. 69, das ist einfach nur ein gratis Kill. Das wäre sehr gut, wenn das treffen würde. Das sieht aber nicht so aus. Nö. Hm. Ja, schade drum. Dann gehst du doch bitte einmal hier vorne dran, denn hier hast du den Boy flankiert. Zack. Gut, dann dürftest du eine unglaublich gute Trefferchance haben. Die ist jetzt okay. 67, komm. Yes. 14 Schaden. Puh. Okay, gut. Fähigkeitspunkt durch Hinterhaltkill, das ist wunderbar. Du kannst dich bewegen durch Unerbitterlich, das ist auch sehr schön. Kannst du mit Fernzünden noch irgendwas in die Luft jagen, was lustig wäre? Nee. Also lustig wäre das hier vorne, aber viel bringen wird es jetzt nicht. Aber ich habe Angst, dass du stirbst, das heißt, du bewegst dich mal hier vorne hin. Bushi könnte eigentlich mal mit den blitzschnellen Händen hier drauf ballern. So, nur damit wir das vielleicht noch diese Runde killen können. Und dann kommt die Kugel ja gleich noch angeschissen. Kannst das natürlich auch einfach einmal reißen, aber... Ja... Ach, weißt du was, wir sparen uns das auf und machen einfach einen Feldposten. Du, meine Judeswehr, bleibst einfach da, wo du bist. Und damit beenden wir unseren Zug.
Taktische Analyse. So, du hast nur noch einen Zug frei. Das heißt, du machst ein Tor. Ein Tor war was? Das war das große Ding, was Leute wiederbelebt und uns Schaden macht, oder? Okay, nur Leute wiederbeleben. Ach, nur Humanoide wiederbeleben anscheinend. Also die Boys da vorne. Ist jetzt natürlich etwas ätzend, weil der Typ relativ weit weg ist. Die Reanimierten, die drei, die kriegen wir easy weg. Das ist kein Problem, aber taktisch cleverer wäre es, erst den Boy dazu. Was hast du denn gerade? Der zeigt so drauf und tut so, als würde er eine Waffe halten. Du bist nur ein Zombie-Kollege. Also ganz ruhig. Koda, geh mal hier vorne ran. Siehst du jetzt die Kugel? Du siehst die Kugel. Weißt du was? Du machst einfach mal Verbannen auf die Kugel. Und das fände ich ziemlich solide von dir. Bitteschön. So, hau raus. Kind der Dunkelheit. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Okay. Das heißt wahrscheinlich, dass wir den Boy killen, oder? Ja, komm. Ich würde gern sehen, dass die Munition hier runtergeht, damit ich weiß, wie viele Schüsse ich schon verbraucht habe. Aber das scheint immer nur eine Munition zu verbrauchen. Und da ist es weg. Absolut krank. Absolut krank. Was hier gerade abgeht. Pushy hat hier ganz viel Fokus rumliegen. Ja, du kannst einfach mal nachladen. Du hast auch genug geleistet eigentlich. Ja, Bushi kann das auch mit dem Schwertkampf, also kann auch mit dem Schwert angreifen, ist ja jetzt hier easy peasy. Wir haben sogar schon alle Feinde eliminiert. Ja, heftig. Okay, zack dich. Okay, so. Jetzt würde ich ganz gerne einmal ganz kurz, nur damit wir es einmal gemacht haben, Doppelangriff. So. Ah, du killst ja sowieso beim ersten Versuch. Ja gut, dann ist Wurst. Bitter wäre jetzt, wenn das Ding wirklich explodiert wäre und Bushi noch Schaden gemacht hätte. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Ja, what? Sind wir hier durchgeschnetzelt oder was? Ey, Freunde. Das war ja perfekt. Da können wir ja in der nächsten Folge direkt den alten Hexer angreifen. Wir können den Bürgern von Advent versichern, dass unsere Friedenshüter alles Notwendige tun, um weitere Angriffe durch Kriminelle. Ja, die tun alles weitere. Zum Beispiel stellen sich neben Autos, die ich per Fernzünder hochladen kann, und stellen sich so nah aneinander, dass sie von der Explosion alle getroffen werden und noch eine Claymore abkriegen können. Das ist sehr nett von denen. Die tun echt alles Mögliche. Die Aliens fragen sich bestimmt immer noch, was sie getroffen hat. Das fragen sich tatsächlich. Vor allem die ersten drei. Okay. Der gute Spark ist aufgelevelt. Und ja. Wir wollen reparieren. Das finde ich unglaublich gut. Gut. Ihr seid halt einfach nur krank, Freunde. Ihr seid einfach nur krank. Geil. Was haben wir bekommen? Überragendes Laservisier ist schön. Ja, und noch ein paar Leichen. Okay. Gut. Wenn man Ihre begrenzten Ressourcen bedenkt, Commander, haben Sie meine Erwartungen trotzdem übertroffen. Dankeschön. Gute Arbeit. Ja, wir haben noch einen Ingenieur bekommen. Davon haben wir ja noch nicht genug. Okay, jetzt können wir mal ganz kurz eigentlich die Kameradschaft stärken. Obwohl, das ignorieren wir nochmal. Ach, nicht schon wieder er. Okay. Das kann ich mir jeden Tag anhören. Ja, schön für dich. Ich weiß auch nicht, auf was du genau stehst. Gut. Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge greifen wir den Hexer an. Das war... Ich bin überrascht, wie unglaublich gut das lief. Also, wir haben 20 Minuten Management gemacht und 10 Minuten eine Mission. Was? Holy. Ja, krass. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tüdelü.